Probier mal aus. Ich treffe jetzt da oben das. Ah ja, cool. Ich habe einfach so viel Speed bei dem Bogen da, ey. Ich einfach so weit schießen, wie ich will. Hi. Hi. Ach, hier kann man durch. Ich würde schon sagen. Hä? Ah, jetzt kann ich das aktivieren. Und dann komme ich zum Bossraum, oder? Sieht ganz so aus. Aber da muss ich erst das Seil da durchschießen, wenn ich in der Luft da dran hänge. Wenn ich jetzt da runterspringe, sterbe ich dann? Da kann man, oder? Ja, ich glaube schon. So, dann machen wir das. Und das. Jetzt wird wieder hochgeflattert. Jetzt wird kompliziert. Da. Okay, so kompliziert war das jetzt doch nicht. Ich habe sogar noch geschafft, bevor ich komme. Schnell, schnell, schnell. Bevor die Zwischensequenz rum ist. Oh, ernsthaft. Jetzt bin ich wieder zurückgedingst worden, weil die Zwischensequenz zu lame war. Aber danach kommt direkt der Bossraum. Sieht zumindest danach aus. Und... Whee! Oder da eine Tiefe? Warte, was ist da? Nix. Oder ist da was? Da ist doch was. Da will ich jetzt hin. Komm schon. Boah, hier ist ja richtig viel Zeugs. Hier sind einfach nur 8 Milliarden Gefäße. Da ist schon richtig viel Geld drin. Mist. Hier hätten die doch ein Herzteil machen können damit. Oh, eine Fee. Nein, ich wollte ihn in den... Oh, shit. Die ich aufsammeln müssen mit dem Glas. Falls ihr, ob ich hier beim Spiel geht, aber ich denke schon. Okay, war so ein geheimer Weg, wo man sich wieder auffüllen konnte komplett. Und ich denke, die Pfeile brauche ich auf jeden Fall. Deswegen war das ganz gut. Aber ich glaube, ich hatte schon volle Pfeile, oder? Nein, bestimmt nicht. Durch den Kampf von eben. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht mehr allzu viel machen muss. Bis ich zum Bossraum kann. Aber das sieht auch eigentlich gar nicht danach aus, ne? Ah, okay. Viel dazu. Hier habe ich meine Deckung. Okay. Sehe ich auch immerhin, wenn ich so link bin. Ah, da unten. Das war nur einer. Oh. Ja, ich treffe sehr gut, ich weiß. Können jetzt mal bitte rauskommen? Hä? Jetzt ist das nicht dein Ernst. Ah. Okay, das war jetzt ziemlich dumm. Dann habe ich wieder richtig viele Pfeile verschwendet. Wie viele Pfeile kriegt man denn immer pro so Dingen? Ich hack die jetzt einfach kaputt. Ach, kann ich gar nicht. Oh, Mist. Alter, der Zeiger geht mir auf dem Bildschirm. Ich muss niesen. Oh Gott. Ich kann jetzt zufälligerweise von hier unten so... Guck dir das an, wie lange ich brauche, um den scheiß Zeiger auf dem Bildschirm zu kriegen. Ja, toll. Warte mal, kann ich vielleicht einfach das Ding da abballern? Ah, geht doch. Puh. Dann gehe ich einfach da rein. Tschüss. Ach du Kacke. Tschüss. 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 Doch, ich kämpfe gegen die, oder? Ich bin doch cool. Ich bin doch Link. Ich bin ein cooler Junge. Boah, das leckt sogar. Ich hab das gesehen, wie das geleckt hat. Nur weil ich so cool bin. Ah, da liegt mal einer. Ich bin so toll, ey. Ich hab die alle besiegt. Oh, und da kommt der Endboss. Alles gut. Ich habe 2 Pfeile zu wenig, aber ist jetzt egal. 2 Pfeile. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Okay. Ich erwarte eine riesige, fette Feuerechse. Ich denke, wenn ich die sehe, weiß ich auch wieder... Ach, das ist der Boss. Sieht ziemlich gruselig aus. Okay, ich habe, glaube ich, falsch geraten. Ach du Kacke, das sieht gruselig aus. Ich denke, der ganze Schwarze wird gleich brennen, oder? Ach du Kacke. Ich denke, da muss ich draufballern. Oh oh.
Also schon mal nicht das, was ich gedacht habe, was das ist, aber das mit dem Brennen stimmt anscheinend. Oh. Ich hoffe mal einfach, dass er diese Ketten nicht losreißt. Ah, ja. Okay. Flammende Bestie Flammatron. Boah, ey, das ist der einfallsreichste Name der Welt. Aber ich muss sagen, das ist auch schon wieder so typische Zelda-Logik. Warum hat er das schon vorher gemacht? Lass mich raten, ich muss halt da greifen und dann... Ja, das hat ein bisschen weh getan. Nur ein bisschen. Ach, komm schon. Ich schaff's satt. Boah! Ah! Mitten hat irgendwas zu sagen. Der Boden ist aus Dings, ne? Schau dir mal das strahlende Ding auf der Stirn von dem Typen an. Ich spüre dort eine starke magische Energie. Okay. Dann muss ich ihn vielleicht erst abballern. Wenn er dann... Oh Gott. Oh, der hat den Pfeiler kaputt gekloppt. Einziger Schutz. Okay, ich bin getroffen. Vielleicht muss ich jetzt die Scheißketten da holen. Könnte sein. Wenn er dann gehen würde. Ah! Komm. Ah, ich hab schon gedacht, warum geht das nicht? Du musst den ganz schön weit ziehen. So, jetzt kann ich schon vorne drauf kloppen, ne? Und lauf. Einstechen. Ja. Ich bin link. Okay, sein Körper löst sich so ein bisschen auf. Ich seh nix. Okay, aber jetzt ein bisschen einfach. Man weiß, was man machen muss. Und zurückziehen. Okay, das ging ja richtig schnell. Ist ja auch genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Loslassen und. Das ist aber einfach zu besiegen, würde ich mal einfach behaupten. Matsch. Schnell wieder den Bogen rausholen. Zielen. Und warten, bis der brennt. Und draufballern. Okay. Okra easy. Und jetzt da hinten. Ist echt super einfach. Wenn man verstanden hat, wie es geht. Das ist simpel. Werden jetzt so riesige Monster echt auch so einfach zu besiegen. Wäre das nicht cool, könnte jeder ein Heal sein. Ist sein Bein abgebrochen? Nee, oder? Nur irgendwie ein bisschen so ausgesehen. Das war einfach. Sogar einfacher als der andere Boss. Finde ich. Ich meine, der hat mir eigentlich keinen Schaden gemacht, außer dieser super Flammenangriff am Anfang. Weil da habe ich nicht gewusst, was der für einen Angriff macht. Habe ich jetzt aus Versehen den Goronen-Typen da getötet? Wäre nicht so nett, ne? Heilig, ja, so geil. Oh, da ist gerade ein Herzcontainer rausgeflattert. Link denkt sich so, brauche ich nicht. Okay. Ah. Das zweite Teil für Midna. Wo ich mir nicht genau weiß, was das darstellen soll. Das ist ein verkrüppeltes Rüstungsteil oder so. Hehe, gut gemacht. Jetzt hast du schon zwei Schattenkristalle. Ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Zanto. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Und man nennt ihn auch den König des Schattenreichs. Oh mein Gott, es ist Marik von Yu-Gi-Oh! Er ist sehr stark, du bist nichts gegen ihn. Oh nee, aber ich werde Zanto niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihrer Verbündeten regiert wird. Okay. Nicht, dass sie etwas Böses wollte. Ich will nur die Schattenkristalle, alles andere interessiert mich nicht. Jetzt müsste so der Herzcontainer despawnen. Also gut, es fehlt nur noch einer. Den findest du auch noch, oder? jetzt bin ich gerade überlegen, wie weit habe ich denn gespielt? Als ich... Ja, das letzte Mal gespielt habe. Okay, der Typ liegt ein bisschen tot rum. Die Zoll, der Herzcontainer steckt da meins an. Yay, hi.
Ja, bist ein bisschen gestorben, ne? Ach, du bist scheiße, bist fett. Oh, hat der eine fette Fresse. Die größte Nase der Welt. Oh nee, ah, oh nee. Was? Wo bin ich? Oh nee, mein Kopf brummt. Der gesoffen. Was gesoffen, du Arsch? Ja, ich kann ihn anhauen. Mein Kopf tut so weh, ich kann mich an gar nichts erinnern. Tja. Selber schuld. Willst du wirklich weg von hier? Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Jetzt machst du mir gerade Angst. Ich glaube schon. Ich habe jetzt aber echt nichts vergessen, oder? War ganz schön dumm gewesen. Dann mach den ganzen Dungeon nochmal. Yay. Okay. Was passiert jetzt? Heute nehme ich auch mal wieder länger auf als sonst. Mal 2 Stunden habe ich auch schon wieder ein bisschen länger gemacht. Okay, ich habe so und so viel Herz. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 7 Herzen, das heißt, ich habe da doch schon eigentlich recht heftig gespielt. Ich habe jetzt hier 6 Stunden, da 22 Stunden. Okay. Da war ich da anscheinend doch schon sehr langsam, würde ich einfach mal behaupten. Okay. Eine Stunde kam jetzt gerade noch dazu. Durch das Speichern. Wo bin ich jetzt? Ach so, wieder hier. Oh, jetzt kommt wieder der hiesige Hubschrauber da. Auserwählter Link. Das Land im Norden, jenseits von der großen Steinbrücke, wird vom Lichtgast Ranel behütet. Ranel kommt mir bekannt vor. Dort wirst du die finden, die du suchst. Yay! Die olle Tuse. Man muss diesmal ausnahmsweise ganz Zelda retten, sondern Zelda ist eigentlich voll unwichtig hierbei gerade noch so. Link! Ach, das hat jetzt zur Dramatik beigesteuert. Ich bin hingefallen. Was ist mit Ilya? Du musst Ilya retten. Ah, die Musik ist schön. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Oh, stimmt. Ey, das habe ich voll vergessen. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ilya und dich vor den Augen hatte, Link. Dun, dun, dun. Und jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Hajo. Du erinnerst dich doch noch, was ich dir damals in Ordnung gesagt habe, oder? Nee, deswegen kommt der Rückblende, damit ich mich wieder dran erinnere. Ich möchte einmal so werden wie du, Link. Und auch McDonald's haben. Was hat er jetzt geschafft? Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Du musst jetzt Ilya retten. Okay. Boah, Link hat so einen richtig blauen Hardcore-Ohrring. Sei beruhigt, ich werde auf diese Kinder Acht geben. Aber du solltest zu denen gehen, die dich jetzt mehr brauchen als wir. Okay. Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, von dem die Legenden Hyrules berichten. Die vielleicht gar nicht genauso aus wie der und irgendwie auch Link bin. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Schnell verbeugen. Da hinten ist das kleine fette gruselige Baby, was irgendwie... Das ist bestimmt der Endboss, ich weiß genau, ey. Kann nicht normal sein. Ich weiß so gar nicht, wenn das der Endboss wäre, dann würde ich so die Fresse einschlagen. Ich finde das gruselig, ich mache mir Angst. Das gruseligste Kind der Welt. Okay, jetzt muss ich irgendwo bei einer Brücke oder so. Bomben? Kann ich hier Bomben kaufen? Nö, ne? Wo ist denn Epona? Die muss doch irgendwo da. Ist doch direkt schon so eine Pflanze. Ja, rufe ich die mal, ne? Manche haben auch geschrieben, ich soll in dieser Ebene da mal gegen ein paar Bäume laufen oder rollen. Da soll irgendwas Tolles runterkommen. Vielleicht kommt da ja ein Herz herunter. Ich probiere es, glaube ich, jetzt mal aus. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ich hoffe zumindest, dass ich jetzt hin muss, ne? Warte mal, was ist denn da oben? Ranel. Warte mal, ich weiß gerade gar nicht, muss ich jetzt wirklich hier hin? Oder muss ich jetzt dahin, wo ich diesen derben Ritterkampf gegen die Ikada gemacht habe? Link, wo bist du? Ich glaube, ich muss hier hin. Oh, der ist so gruselig. Hallo Link, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender, Maros Laden. Sagt es dir etwas? Richtig behindert. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Gott,
glaube, ich bin der Einzige, der den Briefe austrägt oder der Briefe von dem bekommt. Hallo? Oh, da, komm schon. Da. Nein, da. Dringende Nachricht, Maus Laden. Kleiner Laden von Kakerikus eröffnet. Im Moment haben wir ein Item auf Lager, das nicht überall verkauft wird. In Gelegenheit ist günstig für den Einkauf. Anschauen kostet nichts. Aber nur der zahlende Kunde wird bei uns König. Okay, ich denke, ich habe genug Geld. Ja, das heißt wohl, so viel soll nochmal zurückgehen, das Item da kaufen, weil ich das brauchen werde, oder wie? Hier war doch Kakeriko, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Ich denke, da wird eine Bombe verkauft. Ich glaube schon. Oder? Ja, ich glaube schon. Nur wo ist der Laden? Warte mal, da rennt der Typ. Nein, 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 bleib stehen. Steig ab. Fein. Hier, ne? Seit wann leben hier Goron? Endlich kann ich wieder in die Mine. Okay. Ja, Bomben. Willst du auf das Dach vom Laden geschleudert werden? Okay, von mir aus. Ich habe jetzt irgendwie Angst, aber okay. Aber genau, bringt das? Ja, danke dafür. Ey, das war jetzt echt extrem hilfreich. Ich muss den Winkel gut abschätzen. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit runterzufahren? So.